Techniker. Das war wilder, ne? Hier. Zeig mir doch Arbeitsbereich 3, hallo. Das kann einen neuen Arbeitsbereich erstellen, gesetzt. Du bist aber schnell, wa? Komm jetzt, zeig mir Arbeitsbereich 3. So, hier. So, gut. Habe ich eine Toilette vergessen? Sorry. So. Jetzt müsste. Da, Cecilie müsste jetzt auch die Toilette 1 mit haben. Gut. Braucht ein extra Weg oder was? Ach, gucke mal. Aha. Das muss man erstmal. Hallo, das habe ich doch überhaupt nicht. Ich denke, das eine ein Gebäude und dann wird das schon klappen. Okay, so jetzt haben wir das. Wir sollten aber nicht vergessen noch. Warte mal, ich will mit denen noch ein bisschen. Wo bin ich denn jetzt? Wieso bin ich jetzt bei der Länge? Scheiße, nee, Länge, nein. Hier. Nee, da wollten wir. 6, hier will ich ein bisschen. Nee, so wird's nicht so lang. Mach kürzer. Mach kürzer, mach nur so. Nur das kleine bisschen da noch. So. Jetzt muss ich die Dings hinstellen. Spendendose soll man aufstellen. Einrichtungen. Hier war die, glaube ich, bei Bauplänen, war die mit bei. Warte mal, wo hier unten? Die Spenden, oder? Die Spendendose. Überdachte Brücke, ja, schön. Kletterrahmen für große Tiere. Ja, ich schätze mal, wenn ich mich da eine Weile reingefuchst habe, dann werde ich auch Gehege selber bauen, aber erstmal zum Angewöhnen. Bis eine gewisse Routine da ist, baue ich erstmal das, was schon da ist. Ey, wo ist denn die Spendendose? Meine Baupläne. Ah, schön. Ich weiß ja, erscheint die denn hier überhaupt? Gehört die zum Bau? Nee, Bau ist das auch nicht. Zu Einrichtungen. Die müsste doch mit zu Einrichtungen gehören. Weil sie doch. Ach, das ist schon alles. Nee, das ist keine.
Ach, das sind alles Geschäfte. Aha. Ja, Toiletten sind auch wichtig, natürlich. Finanzen da. Oh, Finanzen. Oh, Geldautomat. Geldautomat. Oh. Ja. Falls das Kleingeld fehlt, wo stelle ich den denn hin? Hier, oder? Nehmen die Toilette oder was? Oder muss ich ihn auch drehen? Okay. So. Die Spendendose, die brauchen wir da natürlich nicht. Spendendose brauchen wir hier. Hier soll die uns. Ey. So weit auf dem Weg. Da fallen die doch drüber, da kriegen wir Klagen. Hallo? Obwohl ist ja Südamerika, das ist ja nicht Amerika, wo du gleich arm wirst, wenn du. Wo du dich erschießen kannst, wenn du irgendwas passiert hast. Ist, wenn dir irgendwas passiert ist. So habe ich jetzt. So, was brauchen wir? Wir haben keinen Tierarzt. Einen Tierarzt sollten wir schon haben. Tierarzt. So. Jawohl. Habe ich jetzt einen Tierarzt gebaut oder nicht? Ist so klein da hinten. So. Personal. Zwei Tierärzte, okay. Oh, wo sind Tierärzte? Wo seid ihr? Lorry. Ja, Arbeitsbereich. So, mein Guter, dann kriegst du auch erstmal hier. Dann ist das, was das? Nee, die brauchst du ja nicht. Das ist Quarantänebereich, ja. Und deine Praxis. Und eventuell, weiß ich ja nicht, ob das so okay ist, wenn das so hier die. So, und Gehege 1. Ist das gut so? Wird das so akzeptiert als Arbeitsbereich? Arbeitsbereich 10 ist das, ja. Ja, und du dann vorsichtig, aber auch hier. Machen wir einen rückwärts. Natürlich auch den Quarantänebereich, die Arztpraxis und den Mitarbeiterraum. Okay. So, ich vermute es jetzt einfach mal, dass ich für die Gäste, für die Mitarbeiter nicht extra Toiletten bauen muss. Mitarbeiter. Ausbilder. Ausbilder. Ja, was bildet er denn aus? Oder wen? Tierpfleger müssen wir einstellen. Ach so, hier unten. Tierarzt haben wir. Verkäufer haben wir. Techniker haben wir. Tierpfleger. Das muss man merken. Tierpfleger sind die mit Hut und die mit Besen sind die Zoopfleger. Tierpfleger.
So. Okay. Was geht's wieder los? Arbeitsbereich finden. Türpfleger. Nee. Ja. So. So. Tierpfleger. Alonso. Alonso. Ja, erstmal, ihr kriegt erstmal alle den gleichen. Weil ich kein. Ich will erstmal. Ja, nun warte doch mal. Hallo, wir sind ja gar nicht so weit. Kein Mitarbeiterbereich. So, Mitarbeiterraum. Ich wollte nur noch bauen. So, die Pflegehütte. Na, wo ist sie denn hin? Sind das hier unsere Hütten? So. Voll. So, bitteschön. Okay. Na, hier muss man wirklich Stück für Stück, sonst verlierst du die Übersicht, sonst hast du wo ist denn dein Arbeitsbereich hin? Ich dachte, ich habe dir gerade einen gegeben. Was ist das denn? So. 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 Das sollte doch okay sein, oder nicht? Müsstest du alles haben, was du brauchst. Jawohl, so, dann kriegst du das gleiche. Und nachher teilen wir euch auf. So. Tierpflegerhütte, Vorsitz aber groß. Wegen Reserven. Mitarbeiterraum auch groß. Man weiß nicht, was da hinten alles noch kommt in der Ecke dann. Ja, und das Gehege zum Saubermachen, weil die machen die Kacke weg und so weiter, Essensreste und füttern. Und das ist ja schon, da ist vielleicht nicht schlecht, wenn es mehr Personal gibt, was man einsetzen kann. Jawohl, so. Ausbilder. Ich weiß nicht, wo ich den Ausbilder, wie ich den einstufen soll. Sicherheitsdienst. Sicherheitsbeamter. Rein theoretisch drei. So, jetzt gucke ich, was ich mit dem machen kann. Aber wir haben erstmal drei. So, wir können Karate natürlich und Karate und Kung Fu und so und
und auch mit Stäbchen essen. Und Eddie. Eddie Franks. Eddie Franks. Achso, Arbeitsbereich wollte ich eigentlich. Jetzt muss ich erstmal überlegen, was ich überhaupt machen wollte. Arbeitsbereich für die Security. Eigentlich hier, würde ich sagen. Ja. Geldautomat. Die Automaten auch. Und hier Restaurant. Toiletten. Ja, nicht, dass sich da einer Drogen reinpfeift. Und ihr kriegt natürlich auch unsere Mitarbeiterhütte. Ach, ist es kein Mitarbeiterdings? So. Gucken, ob das zählt als Arbeitsbereich, der jetzt Beschäftigung hat. Ja. Ja, dann machen wir den auch. Also erstmal so. Ich schätze mal, dass das der Kassenbereich ist. Geldautomat. Und noch der Vernel. Ah, ich vermute mal aus Vietnam oder so, schätze ich mal, oder vielleicht auch Korea. Nee, Korea nicht. Korea nicht. Korea sind andere Namen. Korea nicht. Hütte. So, und dann weiß man, trotzdem weiß man ja immer noch nicht, wie die. Aber wir können noch keine Tiere holen, weil wir ja erst ein Gehege haben. Weil in dem Moment, wo wir Tiere einsetzen, sage ich mal, kommen die Besucher und fangen natürlich dann auch an zu meckern, dass eigentlich zu wenig zu sehen ist. Und vor allem müssen wir noch. Zoopfleger. Zoopfleger. Das ist wie bei Rollercoaster Tycoon. Gehe ich davon aus, dass man da nicht genug von haben kann. Zoopfleger. So, Kinders, an euch liegt es, ob die Besucher meckern oder nicht. Die kriegen alle den gleichen Arbeitsbereich. In der Praxis müssen sie auch sauber machen. Außer dem Gehege. Der Gehege haben sie nichts mit zu tun. So, nur sauber machen. Gucken, ob er akzeptiert wurde. Jo. Ich hoffe mal, dass ich aus meinem bisher verglückten, verunglückten